Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder mit einem neuen Toy Review der Transformers Universe Line. Heute mit Sunstreaker. Sunstreaker ist natürlich auch ein Generation 1 Charakter, der auch früher im Lamborghini-Modus natürlich herausgebracht wurde. Und natürlich auch im G1 Pendant genau gleiches. Ich finde es eine absolut tolle Figur, gehörte mit zur ersten Edition der Universe Line. Es gibt auch ein Repaint, die quasi einen anderen Charakter quasi darstellend. Allerdings ist dort die Verwandlung auch ein wenig anders gehalten. Da ist dann quasi oben das Dach ist die Rückseite und die Motorhaube ist dann die Frontseite. Ist mit dieser Figur auch zu bewerkstelligen, auch einmal in Freitag Nacht zu transformieren. Das zeige ich euch allerdings gleich. Jetzt zeige ich euch erstmal diese Figur. Diese Figur ist sehr schön gehalten. Absolut windschnittig, gefällt mir sehr. Oben auf dem Dach ein schönes Autobot-Symbol. Natürlich der Motor und der Windeinlass oben. Hinten mit der Bemalung sehr schön rote Lichter, silber gehalten alles. Und mit dem Kennzeichen WER84, was eigentlich so viel bedeutet wie We are ready for. Also sehr schön gehalten mit dem Spruch quasi, der in das Nummernschild mit eingelassen wurde. An sich die Figur ist in einem normalen, schlichten Plastik gelb gehalten. Die Leuchten vorne sind mit einem durchsichtigen Plastik quasi eingesteckt. Das Glas selbst, oder wie gesagt, die Scheiben sind in einem, ja, so, wie so eine Art Rauch. Glas gehalten, das heißt, ja, ich habe jetzt keinen wirklichen Vergleich dafür, ich würde eher sagen, es sieht aus einfach wie Cola, wie eine Cola, also braun, durchsichtig und trotzdem leicht nebelig, gefällt mir aber sehr. Die Figur unten drunter auch sehr schön gehalten, die Komponenten sind einfach perfekt ineinander, quasi miteinander verbunden, finde ich sehr schön. Die Waffe ist gleichzeitig der Auspuff. Was ich auch sehr schön finde. Vorne leider kein Nummernschild. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ein sehr schöner Fahrzeugmodus. Gehen wir einfach mal jetzt auf die Verpackung ein. Wie bei allen Generations Lines ist natürlich so, unten wird der Automodus dargestellt. Und oben natürlich dann einmal der Roboter in seiner verwandelten Version. Und einmal natürlich ein Bild aus den IDW Comics, wie Sunstreaker quasi in den Comics halt aussieht. Ja, unten natürlich auch nochmal sehr schön Prowl abgebildet, der Polizeiwagen, auch sehr schön. So, gehen wir einfach mal jetzt auf die Figur ein. Wie gesagt, der Fahrzeugmodus absolut schön gehalten. Kommen wir einfach mal zur Transformation. Die Transformation ist relativ simpel, auch wenn man sich hier quasi die Finger teilweise brechen kann an manchen Stellen. Einmal die Waffe abnehmen. Die Waffe kann übrigens, sie hat zwei Packs hier unten, kann auch hier oben befestigt werden. Das zeige ich aber gleich nochmal im Robotermodus. So, die Figur, wie gesagt, ist leicht in manchen Teilen von der Transformation gehalten, in manchen aber auch nicht. Die Waffe einmal erstmal abnehmen. Die Rückseite einmal öffnen und rumklappen. Ich mache es jetzt meistens dann erst so, dass ich die Türen versuche von dem Hinterteil zu separieren. Das heißt, einfach ein bisschen nach hinten schieben. Hört sich schlimm an, aber es ist es nicht. So. So. Dadurch zieht sie automatisch die Motorhaube nach vorne. Jetzt kann man die Hände einmal so mitsamt den Armen herausklappen. Ganz simpel. Vorne den Frontgrill nach oben klappen. So. Dann einmal herausziehen. Und einmal schon mal rumklappen. So. Die Beine einmal herausklappen. Natürlich aufpassen, dass ich das nicht quasi wieder zuklappt und das blockiert, weil dann bricht es sehr schnell ab. Das sollte natürlich nicht der Fall sein. So, wie gesagt, die Beine einmal herumklappen. Ihr seht,
Hier ist durchsichtiges blaues Plastik. Das ist quasi die Vorderseite. Die Füße einmal herausklappen. Dazu einmal den Fuß drehen. Dann kann man ihn leicht herausdrehen. Hier ist das gleiche wieder. Was ich an dieser Figur sehr schade finde, die Kugelgelenke, wo die Füße drunter sind, sind sehr, ja, sehr locker. Das Plastik hat sich sehr schnell abgenutzt. Ich habe ganz einfach eine Zwei-Komponenten-Masse hier unten drunter gelegt und quasi das Kugelgelenk wieder reingedrückt. Dadurch, ihr merkt es hier, schwergängig und hält Bombe. Hier leider noch nicht, da bin ich noch nicht dazu gekommen. Ist aber eine kleine Möglichkeit, um quasi die Füße wieder zu befestigen. So, jetzt die andere Sache. Jetzt dreht ihr einmal dieses Teil komplett herum und der Kopf kommt automatisch zum Vorschein. Ich zeige euch das nochmal. Seht ihr? Der Kopf versenkt sich automatisch und klappt dann auch die Hörner gleich aus. Ein sehr schönes Automorph-Feature. So, die Beine werden ganz einfach dann rumgedreht. So. Und natürlich die Füße nach vorne gedreht. So, anschließend hier hinten die Motorhaube einmal hier rumklappen und einrasten hier unten. Ich zeige es noch einmal. Deswegen wird das hier hochgeklappt. Dann einfach reindrücken, fertig. So, anschließend hier vorne sind kleine Scharniere, die nach oben drehen und den Arm nach unten. So. Jetzt, was ich sehr schön finde, der Ellenbogen ist an einem Doppelgelenk. Jetzt einfach die Motorhaube einmal so rum, nach oben und wieder rumdrehen. Dann einmal die Fäuste richtig rum. Hier ist gleich wieder einmal hoch, dann wieder rum und wieder rumdrehen. Und die Fäuste richtig rumdrehen. Und schon, ja, haben wir quasi Sunstreaker in seinem Robotermodus. Das war's auch schon. Die Waffe lässt sich zusammen verwandeln. Ich zeige euch aber erstmal, wie es eigentlich der Fall ist. Sunstreaker hat auch in der klassischen G1-Version ja, Lufteinschub hat er quasi eigentlich hinten auf dem Rücken. Das heißt, ihr befestigt es eigentlich hier hinten dran und habt es quasi wie das Original am Rücken. Gefällt mir jetzt persönlich nicht so sehr. Ihr habt aber die Möglichkeit, die Waffe und diesen Lüfter miteinander zu verbinden. Dazu dreht ihr ganz einfach das nach unten und klemmt die Kanone dazwischen. So. Und schon habt ihr eine Kombiwaffe. Ja, das war's eigentlich schon. Jetzt habt ihr eine etwas größere Plasmawaffe, wie auch immer. So, aber wir wollen es ja als Original lassen jetzt erst einmal, wie es natürlich auch in echt sein soll. Das heißt, wir befestigen wieder das hinten dran, geben die Pistole Sunstreaker einmal in die Waffe, in die Hand. Ach, ich hab's heute auch wieder mit dem Wortsalat. Und so, wollen wir sie jetzt erstmal präsentieren. Die Figur an sich, wie gesagt, ist in einem gelben Plastik gehalten, mit reichlicher Verzierung. Die Räder sind schön hinter dem Knieschutz verstaut. Vorne das durchsichtige Plastik an den Oberschenkeln auch sehr schön. Die Hände sind natürlich auch schön gelungen. Der Seitenschutz an den Armen, der natürlich wie so eine Art Schutzschild wirkt. Die Waffe, das Autobot-Symbol und natürlich der Kopf. Der Kopf gefällt mir persönlich sehr. Fokus, Fokus, stell dich scharf. So, das Gesicht ist.
in einem Silberton gehalten mit blauen Augen. Ich versuche mal die Lampe rumzudrehen. Na. Einen Moment. So. Ihr seht es, das Gesicht, wie gesagt, silber, blaue Augen. An der Seite diesen, ja, ich weiß nicht, ob was darstellen soll, Augen. An den Augen hier die Ohren, meine ich. Lassen sich, wie gesagt, hier reinklappen. Das ist, wenn er quasi sich zurückverwandelt, der Kopf unten im Torso verschwindet. Dann klappt sich das hoch. Der Kopf ist, wie ihr seht, in einem Kugelgelenk. Lässt sich also hoch, runter, seitlich, lässt sich auch komplett drehen. Die Figur an sich hat auch einen, was ich sehr schön finde, einen inoffiziellen Umbau zu einem anderen Charakter. Das zeige ich euch jetzt. Dazu einmal das Rückteil abnehmen, die Hände einmal lösen. Doch vorsichtig sein, nicht, dass sie abbrechen. Jetzt einfach die Hände tauschen. So. Jetzt dreht ihr die Figur einfach einmal rum. Dreht den Kopf einmal rum. So. Die Fäuste natürlich jetzt richtig drehen. Den Torso einmal drehen. Und schon seht ihr, wie quasi das Repaint aussehen würde. In Rot müsst ihr es euch jetzt noch vorstellen, mit einem etwas anderen Kopf. Gefällt mir so persönlich jetzt einfach besser. Ihr könnt natürlich jetzt auch diesen Lüfter auch wieder hier hinten. Dafür sind nämlich die anderen Pins dann da. Natürlich auch hier drauf befestigen. Und schon habt ihr sie wieder hier hinten drauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so gefällt mir die Figur eindeutig besser, als wenn ihr sie, ja, wie auf dem Original zu sehen, mit der Fronthaube vorne habt. Gefällt mir jetzt persönlich nicht. Klar, es fehlt natürlich hier vorne das Autobot-Symbol, das ist dann quasi hier hinter versteckt. Allerdings, ja, wie gesagt, finde ich die Figur so sehr viel schöner. Die Figur selbst ist auch sehr beweglich, hat ein Kugelgelenk hier oben in dem Schultern. Ihr könnt also quasi ganz normal den Arm drehen. Hat ein, wie ich schon erwähnt hatte, doppeltes Ellenbogengelenk. Das heißt, ihr könnt den Arm richtig hochdrehen. Dann die Hände können sich ganz normal drehen lassen. Torso, einmal ganz normales Drehgelenk. Natürlich lässt sich das Bein heben. Das Knie lässt sich drehen. Wegen der Transformation könnt ihr auch das Bein seitlich noch bewegen, falls ihr ihn sitzen lassen wollt, mit überschlagenen Beinen. Und wie ich schon erwähnt hatte, einmal hier unten auf dem Kugelgelenk die Füße. Ja, das ist wie gesagt Sunstreaker, jetzt gerade in der etwas umgebauten Version. Ihr könnt diese Figur leider auch nicht mehr bekommen, es sei denn über eBay. Ich muss zugeben, sie ist teilweise noch relativ günstig über eBay zu bekommen, wenn man mal die Chance dazu hat. Hauptsächlich natürlich über den amerikanischen Markt. Wenn ihr sie bekommt, die ganze komplette Universe Line ist immer natürlich wieder einen Kauf wert. Mir gefällt sie sehr, weil sie halt sich auf der Generation 1 quasi, ja, wie soll ich sagen, sie baut darauf auf. Sie präsentiert alle Generation 1 Charaktere und legt sie neu auf. Und aus diesem Grunde, weil ich ein Fan der Generation 1 Line bin, kaufe ich sie mir natürlich sehr gerne. Ja, was soll ich groß noch zu dieser Figur sagen? Eigentlich nichts mehr. Wie immer, ich wünschte natürlich, ihr würdet ein bisschen Kritiken mir hinterlassen in den Kommentaren. Ansonsten freue ich mich darauf bei unserem neuen Toy Review und sage einfach mal für heute Tschüss, euer Rexford.